Wissen Sie, die Jungs hier sind heiß darauf, noch mehr aus ihnen rauszuquetschen. Und damit meine ich leider Quetschen. schmerzlich rauszuquetschen. Inwieweit können Sie uns denn noch Informationen geben? Das wird sich über die Zeit, denke ich mal, ans Tageslicht bringen, weil ich bin erst seit gestern hier. Aus So, welchem? es reicht mir jetzt. Haben Sie Familien, Ich Frau, habe keine Kind, Familie, nichts, nein. Onkel, hier nichts? Gar nichts. Ich möchte Ihnen gerne was zeigen, hier auf diesem schönen Tablet. Ich wollte einmal, genau jetzt, wie wir hier stehen, wollte ich von jemandem ein paar Informationen rausholen. Er hat sich ein bisschen verweigert, also hat mir nichts erzählt. Wenn Sie wissen, was passiert ist mit ihm, wir haben ihn schön aufgenommen. Ich zwinge Ihnen das zu gucken. Schauen Sie aufs Tablet. Ja. Gucken Sie, was wird mit Ihnen passieren? Das möchte ich nicht. Dann fangen Sie an. Ich möchte einen Laden aufmachen, der Herr. Und ich kann ihn anbieten, wenn ich hier gesund und munter wieder rauslaufen kann. Könnt ihr gratis bei mir essen. So oft und so lange ihr möchtet. Ich glaube, der versteht nicht genau, mit wem er hier was zu tun hat, oder? Doch, ich glaube, er versteht ganz genau, was Und los ich, ist. ja, das, sonst würde er nicht so. Hör mal zu, mit deinem Restaurant, was auch immer du da aufmachen willst. Denkst du allen Ernstes, wir sind so dämlich und wollen irgendeinen Restaurantbesitzer aufsuchen, einpacken und irgendwie bedrohen und irgendwie vorwerfen, dass er von FIB kommt? Hat nicht so ausgesehen, als würden Sie ein Restaurant aufmachen. Also, jetzt bitte reden Sie. Oder es ist der kleine Zeh dran. Den Nagel, nicht nur den Zehabschnitt, den Nagel, das ist viel schmerzhafter. Und wenn wir alle durch sind und Sie trotzdem nicht reden, haben wir eine riesenlange Spritze. Und die stecken wir, wissen Sie wo? Also, der beim Herr, allen in dem Ernstes, Finger. ich respektiere Sie vollkommen, aber ich verstehe nicht, wie diese Gespräche mit dem FIB zustande kommen. Darüber weiß ich nichts und mit dem möchte ich auch gar nichts zu tun haben. Hör mal zu, okay? Wie gesagt, ich und noch ein guter Kollege, wir waren am Unicorn gewesen, haben dich und deinen Typen da gesehen, wie ihr zwei Kollegen von uns bedroht habt und hinterher eingepackt habt und zum SG gebracht habt. Okay. Hinterher hat mich der Kollege angerufen und hat gemeint, dass ihr von FIB kommt und Informationen aus dir rausquetschen wolltet. Zu wem die gehören, wer der Oberste ist. Woher wissen Sie, dass wir vom FIB waren? Was die tun. Und okay. Ich habe es ja gesehen mit meinen bloßen Augen, dass sie mit der Kleidung, wo sie jetzt gerade vor mir stehen, am Unicorn standen und die beiden Jungs mitgenommen habt. Davon weiß ich nichts. Okay. Ich glaube, wenn Sie Ihren Restaurant aufmachen wollen, dann müssen Sie schon reden. Sie können hier die ganze Nacht sein. Oder, naja, Sie weniger, wenn Sie so weit sind, machen. Glauben Sie mir, ich halte die Waffe an seinen Kopf, Sie bleiben schön draußen. Ja, wir klären das was jetzt so. Was wollen Sie denn, ha? Was wir wollen? Haben Sie keine was wir wollen? Angst? Ja, haben Sie doch gehört, werde oder nicht nicht? Schießen. Werde ich Französisch? Vielen Dank. Nee, aber was wollen Sie? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich will den Herrn, den Sie da drin haben, will ich wieder raushaben. Bleiben Sie draußen, dann erschieße ich ihn. Aber meine letzte es spricht Ansage. Alles dagegen. Ich kann Sie ja verstehen, vollkommen. Aber es muss sich um ein Missverständnis aber handeln. Was kann ich denn hier was dann wir wollen, was wir lassen, wollen. Ja? Was Sie wollen, ist doch scheißegal. Was wollen Sie hier? Was wollen Sie von Otto. Der Otto ist gut. Haben, ja? Der ist sicher freiwillig bei Ihnen. Wäre besser gelaufen, wenn diese Leute nicht gekommen wären. Ich hätte einfach die S-Klasse nicht nehmen sollen. Geh einfach, ich sorg dafür, dass sie hier rauskommt. Ich lass sie abziehen. Willst du das dafür sagen? Ich werde sagen, sie hat mich nicht erzählt. Das hier war nicht alleine. Das verstehst du nicht. Schlau. Geh. Und du sagst, du hast geblufft. Sie war genauso eine Geisel gewesen. Und das bezeuge ich. Hat dir irgendwo nahe gedacht. Ja, sie können einfach abziehen. Dann bin ich alleine. Dann nimm mein Fahrzeug, hau ab und wir sagen, du hast geblufft und wir beide waren Geiseln gewesen. Sie kommt genauso weg. Ich meine, die sind schließlich wegen mir hier. Ja, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören. Also schwierig gerade. Also Sie sagten, ich darf einfach einsteigen und darf einfach wegfahren? So meinen Sie das? Positiv, ich sage Ihnen, dass Sie hier mit der Geisel voran raus oder sonst wie wir das auch immer wollen. Aber die Geisel verlässt diesen Ort nicht, also die bleibt bei uns. Also schnell wie du kannst. Ja, vorne an die Tür, okay? Pass auf dich auf, ja? Bleib im Funk. Okay, ich bin nur die Geisel. Okay. Die Geisel. Komm jetzt hoch. Okay. Du müsstest die Maske ausziehen, sonst ist das nicht glaubwürdig. So, ich
Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass hier ein Helikopter ist, ja? Ne, ich höre es noch. Ich höre einen Helikopter, ich sehe einen Helikopter. Sie war ebenfalls eine Geisel. Okay, alles, ja, alles sicher hier. Nein, negativ, es sind keine zwei Geiseln. Und das kann ich auch daran sagen, dass ich gehört habe, wie die Frau sich mit dem Herrn besprochen hat, der mit mir geredet hat. Wenn sie, also hier war, ist ja nur eine Dame dann drin, oder? Ich weiß es nicht, die waren alle maskiert gewesen, Herr. Ja, ich habe nur eine Dame gehört und das ist ja nur eine raus und eine Dame hat sich mit dem Herr hier drin besprochen, aber ihnen geht's gut soweit, oder? Mir geht es gut. Das ist mir sehr wichtig gewesen. Was mit der Dame, die hier neben Ihnen steht? Die Dame ist unbewaffnet, soweit ich weiß. Ich habe sie gerade gefragt. Das wollte ich wissen, nur. Bitte? Dann würde ich trotzdem sicher selber einmal nochmal durchsuchen, Kollege. Von der Frau ging die ganze Zeit über keine Gefahr aus, nein. Okay. Hört die Dame aber zu Ihnen nochmal? Sind Sie mit der Dame hierher gekommen? Ich war nicht mit der Dame hier unterwegs. Gut, dann einmal die Dame abführen, erstmal zur Befragung. Wurden Ihnen die Schuhe entwendet? Einmal die Hände anheben, bitte. Ja, man wollte mich foltern. Ja, shit. Hört mir zu. Die Frau gehört dazu. Aber wir müssen da jetzt so schlau vorgehen. Ja. Und den Fokus von mir weglegen. Weil die haben mir irgendetwas erzählt vom FIB etc. davon. Frage ich mich, wie die Wind bekommen haben. Die waren auch an der deswegen sollen auch, sie denken, okay. Und der Overwatch darf ich kurz was erwähnen? Ja. Auch sehr komisch. Draußen haben wir auch einen Herrn, der war vorhin auch die ganze Zeit vom PD und hat irgendwas von Regierung erzählt, dass sie mit ihm gesprochen hätten. Der sitzt jetzt auch gerade draußen. Und Regierung hat, ist ja noch okay. Ich frage mich, wie die aufs FIB kommen. Das ist das, ich glaube, beim Dispatch steht sogar FIB auch mit drin, oder? Ja, steht da mit drin, das hat sich immer... Ich fand das nämlich tatsächlich auch sehr komisch, dass sie irgendwie... Sie verstehen, was ich meine. Sie haben sich ja uns vorgestellt und nicht anderen, dass plötzlich Leute wissen, wer sie sind. Die meisten Shisha-Shops, Leute, lasst euch nicht blenden. Die ganzen Carlord Lotus und so, die ihr dort holt, Bruder, die sind alle von Wish. Die sind alle von Wish. Genauso wie sie ihre eigenen Pfeifen dort vermarkten. Das sind alles Wish-Pfeifen. Ich sag's euch, wie es ist. Kauft dort keine Pfeife, die keinen Namen hat. Ne? Mit Namen meine ich so Ion, MIG, das sind jetzt natürlich teure Pfeifen. Simulation, Aladdin-Pfeifen, was weiß ich so. Ne? Die könnt ihr euch alle holen. Vuka, Mr. Wood. So, ne, holt euch lieber eine Pfeife mit einem etablierten Namen, statt ihr diese No-Name-Firmen holt, die alles Pfeifen von Wish sind, Digga. Und danach sagen die, Bruder, die sind krass und so, wallah, die gehören uns, wir haben die selber hergestellt. Er sagt hier, Carlos Lotus, normalerweise original 60 Euro, bei mir kriegst du für 15. Ja, hä? Original kostet 60, er macht für 15, Digga. Sankin, er ist dein bester Freund. Er ist dein bester Freund, Bruder. Er gibt dir Discount von 40, 45 Euro drauf. Warum? Er ist Ehrenmann, Bruder. Er sagt, Wallah, ist original. Bock ist original. Moruk, da steht Carlord falsch. Da steht KU drauf. Er sagt, ist original Carlord. Ich schwör's dir. Da steht KU drauf. Er sagt, nein, nein, Bruder, das ist original Carlord. Digga, hört mir auf mit diesem Film, Digga. Wallah, jedes Mal. Er sagt zu mir, Bruder, ich mach für dich 15. Normalerweise, ich mach für 25. Ich so, Bruder, wie du machst mir für 15, wenn die original 70 kostet, Bruder? Von welchem LKW? Wie ist der gefallen? Also, nein, nein, nein. Bruder, nimm. Bruder, hau mir ab. Hau mir ab. Er sagt, hier hast du Pfeife, Bruder. Normalerweise, ich verkaufe für 120. Für dich, Bruder, ich mache 17. Er macht für 17. Er ist Ehrenmann. Er macht für 17 statt 120. Bruder, wo ist die Gewinnspanne dort? Habt ihr die Ringe gesehen? Zu wild. Hab gehört, heute Ali auf Wish bestellt, RP. Wenn ihr wüsstet, was ich mit Bill Watson vorhabe, ne? Wenn ihr wüsstet, was ich mit Bill Watson vorhabe, Leute. Wenn ihr das wüsstet. Ihr denkt auch, ich spiele so einen Bill Watson, ne? Ich weiß auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich weiß auf jeden Fall das, was ich mit Bill Watson vorhabe. Wenn Leute später wieder heulen. Warum macht er das? Wenn dann zu mir in den Stream kommen, heulen die ganze Zeit rum. Dabei wissen sie gar nicht, was RP ist, Digga. Machen seit 2 Tagen RP, kommen zu mir und sagen, Bruder, was ist das für ein RP? Jeden Tag andere jeden Tag anderer Charakter. Leute, chillt, Mann. Bisschen RP-Verständnis. Wallah, komm danach hier rein und heulen rum. Warum sagst du, du bist meine Mom? Guck mal, da ist Hacker. Halt's Maul, du Fotze! Halt deine Fresse, du Fotze! Alter, hör auf! Ja, bei dem Wein reden. Du fickst mich niemals, Kollege. Ja, soll ich mit dir mitfahren so lange? Komm, lass uns vertragen, Bruder. Okay, beste Freunde werden? Ja. Frankfurt Allee.